Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, das allererste Pack-Opening auf meinem Kanal. Wir gehen direkt noch auf Sets holen. Sieht ein bisschen anders aus als auf der PS4 oder der Xbox. Das liegt ganz einfach daran, dass ich das auf dem mobilen Gerät spiele, also auf meinem Handy. Liegt daran, dass ich keine PS4 habe. Macht aber nichts. Ja, ich habe ein bisschen was angespart und ich werde jetzt ein Pack nur öffnen. Dafür ein 50.000er Pack. Das ist übertrieben teuer. 50.000 Münzen kaufen wir direkt einmal. Und dann gucken wir, was wir da drin haben. Ich habe ein bisschen gespielt, wie gesagt, habe 50.000 Münzen jetzt. Und wenn euch so ein Pack-Opening gefällt, dann sagt doch einfach mal, oh, Van Persie haben wir da direkt. Dann sagt doch einfach mal, ob es euch gefallen hat, weil ich finde das ziemlich genial. Hier, José Reina, Van Persie 88 im Sturm. Das ist ein heftiger. Wir haben leider keinen Tots, das war so ein Team of the Season Pack. Granqvist haben wir doppelt. Ja, Van Persie kann man eigentlich... Wie viel ist denn der Wert? Das weiß ich gar nicht. Müsste ich gleich mal nachgucken. Aber das war jetzt das erste Pack. Ein 50.000er Pack mit 12 Objekten. 12 seltene Objekte auch direkt. Also Van Persie ist schon was wert mit 88 Sturm. Ich will gar nicht wissen, wie viel der Wert ist. Aber für 704 Münzen könnte ich den schnell verkaufen. Das lohnt sich garantiert nicht. Was soll ich noch sagen? Wollt ihr mehr davon sehen? Wenn dieses Video innerhalb von, keine Ahnung, wenn es 100 Likes erreicht hat, dieses Video, ich denke, das ist eine realistische Zahl, dann werde ich einfach direkt nochmal ein Opening machen, weil dann hat es euch anscheinend gefallen bei 100 Likes. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr Pack-Openings auf Sammlerwelten sehen wollt, weil ich will eigentlich auch noch weiter Pack-Openings machen, FIFA, Hearthstone und wo es überall noch Packs gibt, dann gebt einen Daumen nach oben. Dann kann ich mehr Packs öffnen. Mal gucken, wir können ja noch einmal hier gucken. Van Persie, ja. Stehen hier die Details, ja. Tempo 74, das geht eigentlich noch. Aber Schießen 90, das ist mein bester Spieler. Ich kann ja einmal eigentlich mal mein Team hier zeigen. Ich kann die nachher zuweisen, das muss ich ja nicht jetzt machen. Das ist ein Vorteil am mobilen Geräten. Ich kann einmal hier meinen Verein zeigen. Wie stark der ist. Es leckt manchmal ein bisschen. Es liegt daran, dass ich jetzt aufnehme. Normal leckt das halt nicht, aber mit der Aufnahme noch hier. Tevez in der Mitte, Payet als ZOM. Dann Rooney oben. Lahm ist da. Götze in der Mitte. Pogba hier auf ZM noch. Da, Pogba. Bane ist hier. Hövedes, Dante, Rafinha und im Tor Leno. Ist nicht das beste Team. Es liegt einfach daran, dass ich nicht so viele gute Spieler habe. Ich habe hier noch ein Team of the Season hier. Austin, aber der kann nichts mit 80 im Sturm und ja, das ist im Prinzip mein, das sind meine Spiele, mit denen ich immer spiele. Ich spiele es noch nicht so lange, jetzt ein, zwei Wochen erst wieder. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann sagt mal Bescheid. Also ist jetzt FIFA Mobil, ich red einfach zu viel, ne? Gebt einen Daumen nach oben, schreibt, ob es euch gefallen hat, schreibt, ob ihr mehr sehen wollt, schreibt, ob ihr, da ist die App gerade abgestürzt, ja, bis zum nächsten Mal, tschüss!